20 Top-WordPress-Plugins, von denen du vermutlich noch nie was gehört hast. Nachdem ich ja zuletzt überwiegend Performance-Plugins in diese Playlist aufgenommen hatte, habe ich heute mal ein schönes Design-Plugin dabei. Und zwar dieser schicke neue Slider namens Depictor. Der Depictor-Slider ist relativ vielseitig, hat schöne Animationen, die Bedienung und Anwendung ist extrem nutzerfreundlich und vor allem kann der Slider kostenlos genutzt werden. Und was man damit alles Schönes machen kann, das wollen wir uns heute mal an einem Beispiel anschauen. Vielleicht erinnert sich ja noch jemand an das Video über die Single Product Landing Page im Apple Style, die wir gemeinsam erstellt haben. Und auf dieser Seite werden wir heute mal einen schicken animierten Slider einbauen. Und dazu gehen wir zunächst wieder auf die Seite von Depictor und laden uns hier den kostenlosen Slider herunter. Dann geht es ins WordPress Dashboard auf Plugins, installieren, Plugin hochladen. Und nachdem wir das Depictor Plugin hochgeladen und aktiviert haben, erscheint in unserer Admin-Bar eine zusätzliche Option namens Depictor. Und wenn wir die angeklickt haben, dann haben wir sofort die Option, einen Slider zu erstellen oder auch einen Slider zu importieren. Ich gehe jetzt erstmal auf Create Slider. Und hier gibt es jetzt zum einen die Auswahl, vollkommen nackig zu starten und den Slider von Grund auf neu zu erstellen oder aber auch zwischen verschiedenen Slider-Vorlagen auszuwählen. Hier hat man jetzt die Auswahl zwischen unterschiedlich designten und unterschiedlich animierten Sliders, je nach Themenwahl, die dann wohlgemerkt auch noch vollkommen eigenständig bearbeitet und angepasst werden können. Sofern sich jetzt jemand fragt, welche Auswirkungen diese ganzen Animationen auf die Performance der Webseite haben, genau darauf werde ich später an einem Beispiel einer Live-Seite nochmal zurückkommen. Und darum werde ich jetzt auch mal anhand so eines Templates zeigen, wie die ganze Handhabe mit diesem Slider-Plugin funktioniert. Und dazu suche ich mir mal ein passendes Template raus. Hier haben wir den Headphone-Shop, das passt ja schon mal gut, also importiere ich das. Wer möchte, der kann sich hier noch so ein kleines Video-Tutorial anschauen. Ich hatte das schon mal gemacht, in dem Fall brauche ich das jetzt nicht mehr. Und hier kann man sich jetzt unter Play Animations mal anschauen, wie die Animation einzelner Elemente aufgebaut ist. Also man sieht, man hat hier ziemlich viele dynamische Variablen und jede einzelne davon können wir jetzt natürlich anpassen. Hier unten hat man die Möglichkeit, mal die einzelnen Slides anzuschauen. Aber jetzt geht es erstmal darum, diesen Slider hier nach eigenen Vorstellungen anzupassen. Und die dazu erforderlichen Tools, die findet man hier in der Sidebar, in dem Seitenverzeichnis. Und hier sind wir auch schon auf der ersten Option, den Bildern. Und da hat man hier eine Auswahl aus verschiedenen Stockfotos, die vollkommen kostenfrei zur Verfügung stehen und dementsprechend auch genutzt werden können. Über eine Suchfunktion kann man sich raussuchen, zu welchem Thema man da Bilder benötigt. Des Weiteren haben wir hier Texte. Wenn ich jetzt beispielsweise diesem Slider noch eine Heading zufügen wollte, dann könnte ich die mir einfach schnappen und per Drag and Drop hier in den Slider einbinden. Und hier in den Seiteneinstellungen habe ich die Option, den Text sowohl in Größe, Farbe, Design, Layout etc. noch weiter zu bearbeiten. Natürlich kann ich auch die Typografie-Einstellung hier vornehmen. Hier die Größe ändern. Logischerweise auch eine andere Farbe festlegen. Und dann durch einen Doppelklick kann der Text selbst angepasst werden. Hier könnte dann noch der Hintergrund des Textes angepasst werden, damit er besser lesbar ist. Setzen wir mal die Opacity, also die Deckkraft, auf 50%. Also man sieht schon, da gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten. Wer CSS beherrscht, der hat hier die Möglichkeit, durch CSS-Code zusätzliche Styles hinzuzufügen. Wir lassen diesen Text jetzt erstmal wieder verschwinden und machen damit weiter, den Slider hier anzupassen. Dafür gehe ich erstmal nochmal zurück auf die Bilder. Und zwar hat man auch die Möglichkeit, wenn man keine Lust hat, diese Stockfotos hier zu nutzen, eigene Medien hochzuladen. Und nehmen wir mal an, ich möchte hier für meine AirPod Max diesen Herrn einfügen und in den Slider einbauen. So, und hier unter My Photos finde ich jetzt den netten Herrn mit dem Kopfhörer. Den kann ich jetzt per Drag and Drop hier einfügen. Und wenn ich den jetzt anklicke, dann habe ich hier verschiedene Optionen, das Bild noch weiter zu bearbeiten. Zum Beispiel könnte ich den in die andere Richtung gucken lassen, so wie das die Dame eben getan hat. Und dazu gehe ich hier auf Flip. Nun guckt der Gute schon mal in die richtige Richtung. So, dann ändere ich hier mal schnell den Text und setze die Schrift auf Bold.
Jetzt könnte ich hier den Kopfhörer noch austauschen, wenn ich wollte. Ach, nehmen wir doch mal diesen hier, diesen schönen roten hier. Und somit hätte ich das Bild auch ersetzt. Wenn ich wollte, könnte ich jetzt noch eine schicke Form hinzufügen. Und dem Ganzen hier noch eine schicke Farbe verpassen. Nun könnte ich aber auch hier beispielsweise den Button anklicken und dann habe ich automatisch hier in den Einstellungen die Möglichkeit, das Layout und das Design des Buttons anzupassen. Gleiches gilt natürlich auch hier für Texte etc. Also ich habe durch Auswahl der einzelnen Elemente immer dann die Möglichkeit, hier entsprechende Einstellungen vorzunehmen. Und sobald ich mit meinem Design des ersten Slides fertig bin, kann ich hier unten auf Weiterklicken zum Next Slide und dann könnte ich den hier entsprechend genauso anpassen, wie ich das eben gemacht habe. Also zum Beispiel hier auf meine Bilder gehen, den sympathischen Herrn hier einsetzen, das Bild anklicken, dann öffnen sich die Einstellungen. Hier könnte ich ihn wieder spiegeln. Und das gleiche Spiel hier nochmal wiederholen. Wenn mir dieser Button hier zum Beispiel nicht gefällt, dann kann ich den anklicken, rauslöschen, mir aus dem Seitenverzeichnis hier einen neuen Button schnappen, zum Beispiel diesen hier, und einfach per Drag and Drop hier reinziehen. Der kann dann entsprechend vergrößert werden, im Layout vollkommen dynamisch angepasst werden, und zu guter Letzt müsste nur noch der Buttontext getauscht werden. Jetzt könnten wir vielleicht noch mal dieses kleine Bild hier anpassen, indem wir unseren grünen Kopfhörer dort einsetzen. Und wenn man jetzt darauf achtet, dass dieser Container ausgewählt ist, einfach per Drag and Drop das Bild austauschen. Wenn ich wollte, dann könnte ich jetzt hier unten die Controls über diese Option hier noch mal anpassen und das Ganze entsprechend durch andere Designs ersetzen. Das ist jetzt mal in meinem Fall nicht erforderlich. Mir gefällt das so ganz gut. Und wenn ich dann mit meinem Design und meinem Styling soweit fertig bin und mit dem Ergebnis zufrieden bin, dann habe ich hier oben, und das ist ganz wichtig, die Möglichkeit, den Slider und auch einzelne Slides aufs Responsive Design und verschiedene Viewports anzupassen. Also spielen wir das mal durch und ajustieren mal diesen Slide für Mobilgeräte. Jetzt kann man hier sehen, das sieht schon einigermaßen anständig aus. Nur mein Button, der muss nochmal ein bisschen angepasst werden und dazu ziehe ich den einfach mal hier genau in die Mitte. Und damit funktioniert das für dieses Beispiel schon ganz gut. Je nachdem, mit welchem Template man jetzt hier arbeitet, kann es natürlich vorkommen, dass die Designanpassungen auf Mobilgeräte ja ein bisschen herausfordernder sind als in diesem Beispiel gerade. Jetzt gehen wir nochmal aufs Tablet. Auch hier ist es wieder nur mein Button, den ich ein bisschen anpassen muss. Vielleicht sollte der hier mal ein bisschen kleiner werden. So. Und nachdem das gut aussieht, auf allen drei Endgeräten anklicken, einfach ein bisschen kleiner ziehen und ausrichten. Dann können wir uns den nächsten Slide vornehmen. Da haben wir Glück gehabt, der sieht schon top aus, ohne dass wir was zu tun haben. Dann gehe ich mal zurück auf die Desktop-Ansicht. Und jetzt könnte es ja vorkommen, dass ich beispielsweise die Animation dieses Containers hier etwas verändern möchte. Also klicke ich den Container einfach an und wenn er ausgewählt ist, gehe ich hier oben auf Animation. Und habe dann hier verschiedene Animationstypen zur Auswahl, die ich diesem Container zuordnen kann. Ich glaube, das hier hatten wir gerade gesehen, Rotate In. Nehmen wir doch einfach mal ein Flip In stattdessen. Und zwar vertikal. So, und jetzt sieht man, jetzt habe ich leider nur den Container animiert, jedoch nicht das Bild. Also wähle ich nochmal das Bild selbst aus. Und da mir das nicht so gut gefällt, gehe ich auf Change Animation. So, und genau auf diese Art könnte ich jetzt so ziemlich jedes Element innerhalb dieses Sliders auf verschiedene Art oder auf vorgegebene Art animieren. So, und sofern mir das Ganze noch nicht ausreichen sollte, könnte ich hier unten noch weitere Slides hinzufügen. Ich hingegen bin jetzt zufrieden, ich kann mir das Ganze nochmal anschauen.
So, bevor wir diesen Slider jetzt veröffentlichen, haben wir noch die Möglichkeit, ein paar Optionen anzupassen. Ich will da nur mal ganz grob durchgehen. Zum Beispiel könnte man hier den Namen des Sliders, den Slug anpassen. Man könnte das Layout in den Dimensionen anpassen, die Slides in ihren Dimensionen. Ich könnte auch festlegen, dass ich beispielsweise den Slider auf Mobilgeräten zum Beispiel gar nicht anzeigen möchte. Hier habe ich nochmal verschiedene Möglichkeiten, die Navigation anzupassen. Die Transition zwischen den einzelnen Slides kann hier angepasst werden. Wer möchte, der könnte sogar die Slider-Richtung von horizontal auf vertikal anpassen. Gut, das jetzt einfach nur noch mal rein informativ. Sobald alles stimmt, kann man hier oben den Slider publizieren, also auf Publish klicken, dann hier auf Publish Changes. Und hier wird einem dann direkt der Shortcode präsentiert, den man kopieren kann, um ihn in der Form dann auf seiner Seite einzubinden. Und nachdem ich den kopiert habe, gehe ich mal rüber zu meiner Seite, bearbeiten. Also gehe ich hier auf Davor einfügen. Dann suche ich mir den Shortcode-Block heraus, füge den Shortcode ein, gehe auf Aktualisieren und dann schauen wir uns das Ergebnis mal an. Tja, und nachdem der Slider so hervorragend auf der Seite funktioniert, wäre es doch mal interessant, wie sich das Ganze jetzt auf die Performance ausübt. Und um das herauszubekommen, machen wir am besten mal einen Speedtest und zwar einmal mit und einmal ohne Slider. Ich stelle noch mal eben die Server Location auf London um, schnappe mir dann die Domain, füge die hier ein und analysiere das Ganze. Okay, nachdem mir jetzt ein Ergebnis vorliegt, gehe ich noch mal rüber zur Webseite ins Dashboard. Hier werde ich dann das Plugin, also den Depictor Slider, deaktivieren. Ruf mir dann erneut GT Matrix auf, stelle auch hier die Server Location wieder auf London und analysiere die Seite erneut. Tja, und da wird schon ein kleiner, aber feiner Unterschied sichtbar. Bevor ich das Video jetzt hier abbreche und den Slider ein bisschen doof dastehen lasse, was seine Performance betrifft, werde ich noch mal ein paar performance-steigernde Plugins installieren, das Ganze versuchen ein bisschen zu tweaken und erneut einen Test durchführen. Vielleicht können wir das hier ja noch mal ein bisschen nach oben schrauben. So, ich habe jetzt hier auf der Webseite Autoptimize eingerichtet, in der Hoffnung, damit die Requests ein bisschen runterzuschrauben. Und zusätzlich habe ich ein Caching-Plugin, WP Fastest Cache, installiert, um die Homepage zu cachen. Logischerweise ist auch der Slider wieder aktiv. Also versuchen wir es nochmal mit einem dritten Speedtest. Server Location auf London stellen. Und dann schauen wir mal. Alles klar, das sieht schon wieder bedeutend besser aus. Nur mal ganz kurz zum Vergleich. Das war der erste Speedtest mit dem Slider. Dann hatten wir ohne Slider getestet. Da hatten wir einen sehr guten Wert. Und nun nähern wir uns dem Ganzen schon wieder an. Also alles in allem sehr geiler Slider. Man braucht allerdings das ein oder andere Performance-Plugin, um die Page Speed aufrechterhalten zu können.